Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen wieder, ja, Total War Saga. Ja, und wir hatten letztes Mal im Frühling aufgehört, mittlerweile ist es Herbst. Wir hatten letztes Mal mit Stratklut Frieden gemacht, damit wir nicht in einen Zwei-Fronten-Krieg geraten. Und jetzt haben wir hier diese, wie heißen sie? Na, komm. Nein. Falsche Ansicht, nochmal zurück. Ich glaube, die hießen Ulaid. Genau. Die gehörten mit zu Stratklut. Und hatten, und die auch, die gehörten auch dazu. Und den haben wir ja mit dem Krieg erklärt. Aber die hatten nie Truppen rübergeschickt. Ne? Da hatte man sich, fühlte man sich erstmal in Sicherheit. Man hat Stratklut platt gemacht. Und eigentlich wollten wir ja weiter die letzten auch noch einnehmen. Auch die letzte Stadt. Aber dann kam auf einmal, ja, der Dolch in die Nieren gestoßen von Ulaid. Dieses dreckige Pack. Und die Wuppenkönig. Piachna. Piachna. Komischer Vogel. So, was haben wir gemacht? Denn es ist ja schon Herbst. Folgendes. Den Prinzen Kitil, der war ja hier unten, den habe ich hier mal landeinwärts geschickt. Mein Plan ist es, Kitil entweder hier oben hinzuziehen oder schon mal auf diese Insel. Denn die haben die beiden Dörfer von mir schon eingenommen. Und was mir absolut nicht gefällt ist, hier haben wir eine Armee mit Stärke 20 Einheiten. Die wird sich König Eirik gleich schnappen. Ich hoffe, die Verluste werden nicht so groß. Weil wir brauchen König Eirik auch gleich hier. Weil hier ist schon die nächste, der nächste Armee mit 20 Einheiten. Also voll. Das sind hier fast drei Armeen, die voll ausgerüstet sind. Also mit Einheiten. Und er macht schon die vierte. Also wir müssten ihn hier stoppen. In Dunat. Wie gesagt, weil, wenn wir den da nicht stoppen in wenn wir ihn da nicht stoppen, wie gesagt, dann kann er hier oben durchmarschieren, er kann nach rechts durchmarschieren. Na gut, erst rechts kommen ja Kitil und Eirik, aber nach oben hin ist alles offen. Das ist hier unsere einzige Verteidigungslinie. So, ja, gehen wir aus der Diplomatie. Ich wollte nur einen kurzen Zusammenschnitt nochmal geben, was letztes Mal passiert ist. Ach fuck. Ich glaube, zwischenzeitlich gab es irgendwo eine Überschwemmung oder so. Darum haben wir, glaube ich, kaum Nahrung. Eure Fraktion verbraucht mehr Nahrung, als sie produziert. Ihr könnt dieses Problem lösen, indem ihr Einheiten... Ja, hahaha, ich brauche Einheiten. Verlasst euch auf uns! Ah, nee. Und ich dachte, ich könnte hier schön noch rekrutieren. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, absolut nicht. Leid über unsere Feinde! Warten. Zwei Runden, dann könnten wir ihn zusammen angreifen. Aber in zwei Runden ist dieser Vogel bestimmt da. Wie lange brauchen wir dahin? Voran, Männer! Nein, 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 nein! Nein. Gleich an. Tempo zum Andocken. Oh, fuck. Das können wir noch nicht. Na, er hätte wahrscheinlich eh nur aufs Wasser gekonnt. Nee, ich habe ja gesagt, König Eirik muss das da oben mit dem anderen Typen da erledigen. Und er muss nach Dunat. Damit wir die Armee aufhalten und nochmal ein, zwei Runden gewinnen. Ich hoffe, der kommt nicht so weit wie vielleicht felsiges Gebiet. Und er muss da überwintern. Und hoffentlich friert er sich dann den Popo ab. Ja. Gucken wir mal, das war der... Ach ne, gar nicht. Mal hin. Ja. Dann holen wir uns Altklut wieder. Von diesem komischen... Oh, fuck. Wir haben keinen Vorteil. Das ist ein König? Ja doch, ist der Vogel. Piachna. Piachna Ulaid, vom König von Ulaid.
machen. Also der hat ja auch schon ein paar Sachen, also ist mehr Einfluss, Kommando, es ist auf jeden Fall nicht so ein Unbekannter, weil meistens, wenn man den König erschlägt, sage ich mal, dann übernimmt das irgendein Sohn, der noch keine Erfahrung, keinen Einfluss hat, ja, noch keine Eigenschaften, sage ich mal. So, viele Planker. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4. Was machen wir? Dunkel lagern. Nachtangriff. Nachtangriff haben wir einen kleinen Vorteil. Hm. Oh, haben wir keine Vorräte? Ja, dann machen wir mal einen Nachtkampf. Ich glaube, das mit den Vorräten bezog sich gerade auf unsere Armee. Das heißt, wir belagern hätten wir eh nicht lange. Und ich denke mal, er hätte eh angegriffen. Ja. Okay, er hat eine Einheit Hunde. Aber er hat echt 1, 2, 3, 4 Einheiten Bogenschützen. 5, 6, 7, 8 auch nochmal 4 Plänker. Also 8 Einheiten, ja, die einfach irgendwie Speere und Pfeile nach uns schießen. Dann brauchen wir diesem unsere tolle Kavallerie. Die brauchen wir. Aber nicht als, um den Feind ein bisschen aufzureiben. Ah, der hat auch Kavallerie. Ah, 2 Einheiten. Ach, Mann, ey. Der macht bestimmt mit seinen 2 Einheiten richtige Nacken. Ach, nee, sind auch Plänker. Haha. Die können wir dann nehmen wir die raus. Und dann müssen wir von hinten irgendwie an diese ran und die ein bisschen durcheinander bringen. Damit die weglaufen. Damit unsere Nahkampfeinheiten seine Nahkampfeinheiten platt machen. Also wie er an Einheiten hat, würde ich mich einigeln. Die schön Schildwall vorne weg. Vielleicht auch einer Seite noch 1, 2 Einheiten lassen, falls dann irgendwie die Kavallerie von der Seite kommt. Und dann schön immer schießen. Ist nicht dumm, was der da hat. Nebel. Er hat natürlich mehr, nicht warten. Aufstellung starten. Nebel, Nacht, vielleicht ist das ein Vorteil. Das Gelände ist gerade kein Vorteil. Ja, Axtkämpfer, jetzt hat mir zu kaputt. Schwertkämpfer. Ja, mir eigentlich auch. Also ich mag es eigentlich immer so eine volle Schlachtbefehl. Gehst du auch mal raus. Ich mag es immer eine starke, massive Linie zu haben. Ups, ne, die Bogenschützen kommen da weg. Hirtmänner. So. Bogenschützen. Ja, auf Bogenschützen brauchen wir nicht setzen. Das ist Witz. So. Kriegen wir die da auch noch in den Wald rein? Links haben wir keinen Wald. Warte. Schlachtbefehl. Der König ist. Schlacht bereit. So. Man muss ja das Gelände nutzen, was man hat. Idee vielleicht, sie greifen an. Machen die nicht. Aber vielleicht, wenn ja, doch. Dann können wir die hier weiter positionieren. Hoffentlich werden die nicht entdeckt. So, dass sie schön straight. Aber wir können auch hier. Wo ist die Schlacht? Wo ist die Schlacht? Ein bisschen weiter wegpacken. Vielleicht werden sie ja nicht so entdeckt und dann können wir schön von der Seite kommen. Und die sowieso. Wir machen es einfach mal. Mal gucken, was die KI macht. Attacke.
Ja, genau das, was ich befürchtet habe. Also dann, eins. Ich verpissen. Ruhm und Beute. Stürzzeug auf. Wie befohlen. Ach, sein König hat auch Kavallerie? Ach, so ein Scheiß. Lass die Schlacht beginnen. Von Odin auserwählt. Sperrkämpfer. Können wir die vielleicht hier in so eine Falle locken? Tempo steigern, Männer! Wir können sie besiegen! Hm. Lass mal die Sperrkämpfer nach vorne. Ach, die sind doch noch getarnt, okay. Hallo! Was ist jetzt daran so schlimm? Ich spule mal ein bisschen vor. Wir müssen die ein bisschen in Bewegung versetzen. Ich habe keine Lust, da rein zu marschieren. Sperrkämpfer. Hier dann auf die Bogenschützen. Der hat jetzt bestimmt seine Kavallerie in den Wald gezogen oder einfach nicht bewegt. Och, sie laufen. Sie haben Angst. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Geschossen. Ziele anvisieren. Ey. Haut ihr mal ab? Was machen die da, die Idioten? Worauf warten die? Warum rennen die nicht? Mann! Ey, diese Plänker, ich hasse sie. Wenn niemand was weiß, wie man das verbessern kann, vielleicht ist ja was falsch eingestellt hier. Feuer frei einschalten. Plänkermodus, Plänkermodus. Im Plänkermodus hält die Einheit einen sicheren Abstand. Nein, das tut sie ja nicht. Mit der Plänkertaktik kann man einen vorrückenden Gegner verlangsamen. Ja, aber das tut er ja nicht. Die bleiben ja manchmal stehen, diese Vollpfosten. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen ausschweifend wurde. Das regt mich manchmal echt auf. Komm, ey, kriegt ihr mal nicht diese Typen dahin oder was? Warum rennen die jetzt nicht? Oh, Alter. Raus da, genau, jetzt. Ich krieg die Krise. Das sind dieselben Einheiten wie ihr, ihr Vollhorsts. Nee, hat nicht geklappt. Scheiße. Die treffen auch gar nicht, die schießen nicht. Willst du mich verarschen? Diese Kackeinheiten. Jetzt rennen die in Nahkampf rein oder was? Was machen die? Jetzt kämpfen die da. Ich fasse es nicht. Ey, das gibt es nicht. Ja, jetzt ist alles im Arsch. Jetzt ist alles im Arsch wegen dieser Scheißkavallerie. Mann! Creative Assembly. Ihr habt das so schön in anderen Spielen hingekriegt. Warum sind die so scheiße auf einmal? Diese kannst du nicht gebrauchen. Sie halten nicht den genötigen Abstand zum Feind. Das kriegen die nicht hin. Nicht mal zu anderen Plänker. Die sind ja gerade... Die waren im Schussbereich. Ich kann jetzt nicht zurückspulen. Aber die haben, man sieht es ja an diesen Bereichen, wo sie schießen. Und da war der andere Feind. Sie haben nicht geschossen. Der hat ja noch fast 45 Einheiten. Ja, die haben keinen einzigen erschossen. Oder beworfen mit ihren Speeren. Oh, die Dinger sind Müll. So, die sind einfach Müll. Ah, jetzt greifen sie da an. Dann kommen wir jetzt mit unseren Reserve hier raus. Machen hier eine Linie. Oh. Alter, regt mich das auf. Es tut mir leid. Also, Entschuldigung. Boah. Kavallerie, lasst sie bezahlen. Komm raus da. Reiter. Oh.
Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Wenn ich den Reiter zurückziehe, wird sich die Infanterie jetzt nur auf die Speerkämpfer konzentrieren. Das heißt, wir müssen da unterstützen. Ich schicke jetzt alles straight in den Kampf. In der Hoffnung, dass das so funktioniert, wie ich es mir denke. Nee, König, ran da. Hier, wir müssen die linke Flanke irgendwie unterstützen. Gut. Ja, ist nicht so schlimm. Weiter. Den König müssen wir auf jeden Fall töten. Auf jeden Fall. König gegen König. Bogenschützen auf Bogenschützen. Die Bogenschützen machen ein bisschen Angst da hinten. Ah ja, König entkommt oder was? Ich lasse mich doch hier nicht umbringen. Natürlich lässt euch umbringen. Das ist König Eirik. Wir machen euch nieder. Ah, wir müssen. Krieger fliehen aus der Schlacht. Unsere? Oh. Der König muss sterben, der König muss sterben. Scheiß auf die Einheiten, der König muss sterben. Was seid ihr denn? Holt die da. Töten, töten, töten. Hervorragend. Alles mitnehmen, was wir kriegen hier. Alles töten. So, macht sie nieder, das dreckige Pack. Was meine Ländereien einfach so überfällt. Was bist du? Schlachtet sie nieder. Keine Gefangenen, ich will sie tot sehen. Alles töten, alles töten. Alter, ihr langweilt euch. Töten. 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 Lauft Amok, das ist hervorragend. Das gefällt mir. So, da das aber Schlachten ein bisschen langweilig ist. Nur, also ich finde auch schade, also wie gesagt, das mit dem Plänker
bisher, also das Spiel gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich habe es glaube ich schon ein, zwei Mal gesagt, aber wie gesagt, dass die Siedlungen überhaupt keinen Schutz haben. Oh. Mit Magic. Eine Leiche, die fliegt. Die fliegt zu irgendeinem Gott, zu Valhalla oder wem auch immer. Oh, jetzt ist er weg. Wieder. Cool. Die fliegende Leiche. Es gibt kein Blut. Es fiel mir irgendwie spät auf. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber ich habe jetzt nochmal die Einstellungen geguckt. Ich habe immer geguckt, ob ein DLC rausgekommen ist. Ab und zu hat das ja Create Assembly ja gemacht, dass sie nochmal ein Blood Patch, Blood DLC rausgebracht haben, aber irgendwie nicht hier. Weil ich finde, es wirkt einfach besser, wenn ein bisschen Blut liegt. Oder ist das doch Blut? Nee, es liegt irgendwie ein Toter. Und noch mehr Tote. Na gut. Haben wir gekillt. Das gefällt mir. So, wir haben den gekillt. Ah, 430 Verluste. Das heißt, ich würde den doch vielleicht da oben in nochmal. Wo waren die Hunde überhaupt? Die habe ich glaube ich gar nicht gesehen und es ist mir gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich den ganzen Getümmel. Ich wollte auch mal wieder reinzoomen. Ich liebe es ja, in den Schlachten reinzuzoomen, aber ich habe es gerade komplett vergessen. Ich musste mich über andere Sachen aufregen. So. Boah, die haben wir vernichten geschlagen. Und den König gekillt. Haha. Altklut ist befreit. So, besetzen. Ja, allerdings. Oh, leider verstorben. Das tut uns leid. Den Namen müssen wir uns nicht mehr merken. Und tschüss. Und wir haben Tribut bekommen. Hervorragend. Und Nahrung. Aber Nahrung. Das, die Nahrung setzen wir auch gleich wieder ein. Ich weiß. Beide sollen untergehen. Im Winter sollte man ein wenig Nahrung aufheben. Aber darauf scheiße ich mal. Also es sind 10 und am besten noch mal was stabileres. Da sind 20 Korn, aber 17 in der Hinterhand, das ist nicht viel. Und nur 100 Gold, das heißt wir können keinen mehr aufwerten. Wie ist der überhaupt hier? Hakon! Ach du Jemini, das ist ja noch der Sohn, das war doch der Sohn. Der zweite. Der diese alte Frau da geheiratet hat. Ist aber nicht so schlimm. Aber der muss auch überleben. Achtung, ich muss, kann sein, dass mein Mikro jetzt ein komisches Geräusch macht. Ich muss mein Headset mal ein bisschen besser aufsetzen. Drückte so ein bisschen am Ohr. Ja, falls nämlich Ketil verstirbt, dann ist er ja quasi der Thronfolger, würde ich mal sagen. Also der nicht, den kill ich lieber eher vorher. So. Ja. Eine Schlacht geschlagen. Die See wartet. Die See wartet. Hier, Dunat wartet. Wie man das aussprechen mag. So. Ja, weiter. Ab in den Winter. Ich werde immer fähiger! Ja, wer immer das sagte, freut mich. Statthalter Gutfried. Ja, dann steigern wir mal wieder ein bisschen Priester. Eine Fraktion vernichtet. Die machen Krieg. Versperrt? Weg versperrt? Ketil ist doch am Wasser. Unser Weg ist blockiert. Wir müssen eine alternative Route finden. Was? Oh Mann, das dauert ja ewig. Steuert den Horizont an. Feindliches Blut wird fließen. Los marschieren, Männer! Ah, tut mir leid.
Verschleiß, aber... Jetzt frieren wir uns auch den Allerwertesten ab. Ruderer, bereit! Schitte, schitte, schitte. Hier kommen nächste Runde nicht die Flotte. So, er hat einen wieder wegbewegt. Wo ist denn der andere hier? Wir hatten noch eine zweite Armee. Die hatte zwar nur eine Einheit, oder hatten die zusammengefügt? Das. Ja, Verschleiß. So, mehr können wir nicht machen. Wenn wir hier noch die Einheiten aufwerten. Wir haben 32 Korps. Warte mal, nicht Einheiten aufwerten. Wir kaufen was. Wir kaufen. Achsgefolge. So, dann können wir auch noch aufwerten. Kostet 150. So, und hier auch nochmal aufwerten. Es bringt nur minimal was, aber wir sind in Unterzahl, wir können alles gebrauchen, was wir kriegen. Halt rekrutiert. Ja, das war der Winter. Ich ziehe gerade meine komplette Armee auf einem Fleck. Er hätte eigentlich... Jetzt wir sollten uns verbünden! Wie stehst du zu Dublin? Der hat ja also quasi nur eine Stadt. Warum soll ich mich mit dem verbünden? Ich sehe da keinen Vorteil. Im Gegenteil. Also das sind wahrscheinlich hier irgendwelche auch kleinen Siedlungen, die eigentlich auch uninteressant sind. Ah, die sind nämlich freundlich zu denen. Tut mir leid. Sag mal nein. Ich hatte große Hoffnungen, ja. Aber was soll's? Trink Met, lebt damit. Fraktion vernichtet. Verschleiß. 5 Männer verloren? Wir schwören treuen Dienst. Ach. Seht mal an, wer da nach Hause geht. Schiffe zu euren Diensten. Ja, du sollst einfach an Land gehen. Los, an Land! Ja, yeah, aber du. Verlasst euch auf uns. Los geht's. Die Jagd ist eröffnet. Dü-dü-dü-dü. Haha. So. Wir haben noch ein bisschen Geld. Ich weiß, da sollte man mal was anderes stecken. Aber wir rüsten mal ein bisschen unsere Einheiten auf. So, und heilen uns auch noch ein bisschen. Das kann ich nicht tun. Ja, minimalen Schaden. Alter, ich werde dich gleich sowas von angreifen. Ich finde, wir haben Glück gehabt. Nein, das kriege ich ja schon wieder drauf. Ich will die Diplomatiekarte. Man kann ja nicht so schön rauscrawlen wie bei der Diplomatiekarte. Wir haben echt Glück gehabt. Oh, genau. Das, ich dachte schon, der wäre weg hier. Egal. Ja, wenn wir den jetzt wegschnappen, hat er nur den. Da kann er sich aussuchen. Zurückfahren oder halten. Aber das war, glaube ich, keine große Siedlung. Der kriegt keine Unterstützung. Aber wir werden schön einfallen. Der kriegt
Volle Breitseite. Ich glaube, das Rudern war rum, das Ding. Das können wir schaffen, solange er hier keine Unterstützung kriegt. Wenn wir den einzeln rausnehmen nächste Runde, dann hat er keine Hilfe und ist gefickt. So, nächste Runde. Ich hoffe mal, er kommt nicht nach oben und er geht nicht nach unten. Und die kommen nicht zusammen, nicht so nah genug ran, dass ich und meine Männer nicht mehr rankommen. Wir müssen da in Kontakt kommen. What? Warte mal, warum kommst du mir entgegen? Er greift Ketil an. Er greift gar nicht den König an. Nö, Junge. Ich bin mal feige. Wir räumen das Feld. So. Ja. Das haben wir davon, von unserer Feigheit. Jetzt kommt der König. Ich weiß nicht, ob ich es versuchen sollte. Meine Idee ist jetzt auch, dass wir uns zurückziehen. Aber ich frage mich, ob wir dann die Möglichkeit haben... Ob man die Gefechtskarte schon vorher gucken? So, echt doof. Schnelles Speichern. Mich würde es interessieren, wenn wir jetzt zurückziehen, ob Ketil nah rankommen kann und er. Dann hätten wir noch einen größeren Vorteil und wäre noch eine größere Schlacht. Ich mach das. Wir haben Angst, nein! Wir haben Angst. So. Ach, das müsste gehen. Das müsste gehen. So. Expedition, bescheidene Plünderung. Warum nur bescheiden? Bescheiden klingt scheiße. Obwohl die Hafensiedlung keine Mauern besitzt, kämpfen die Einheimischen von Portugalle. Ah, da sind wir gelandet. Mit aller Härte, um sie zu verteidigen. Einige eurer Krieger werden Opfer von Hinterhalten und fallen. Doch die Überlebenden ernten den Lohn ihrer Bemühungen in Form von Wein und Silbermünzen. Na, das ist doch cool. Sind zwar nur 500, aber ey, wir sind nach Portugal gekommen. Schildwall zieht sich zurück. Ja, ich weiß. Der Feind denkt, da sind doch feige Schweine. Die südlichen Inseltypen. Südrea, glaube ich. Und Speertradition haben wir uns auch weiterentwickelt. Ach, Speere haben wir voll. Das heißt, wir gehen mal hier weiter. Wohl, alles andere könnte man auch mal lernen. Logistik. Einfluss Nahrungsversorgung. Einfluss auf Nahrungsversorgung? Unsere unverwüstlichen Sperrkämpfer schließen sich in Scharen um an der Front zu dienen, indem wir die Bewegungen, Versorgungslinien und den Unterhalt unserer Sperrbanden optimieren, erhalten wir die Kapazität größerer Mengen von ihnen. Okay, wir kriegen dann mehrere, können die mehr rekrutieren, aber 1 plus auf Nahrungsversorgung. Warum zu negativ zum Wohl? Jetzt gesagt vielleicht, dass das weniger wird. Naja. Das Zeichen kommt ja häufiger vor. Egal, wir haben das jetzt aktiviert. Wir könnten sie auch mal in die Kavallerie stecken. Nee, warte mal, das ist gar nicht so doof. Vielleicht kriegen wir da mal bessere Kundschafter, die einfach mehr können. Nicht so ängstlich sind. Vielleicht sind uns einfach zu ängstlich. Die Moral ist zu niedrig und darum haben sie immer Angst und rennen weg. Ey, wir können ja sowas von... Unsere Feinde sollen untergehen. Wir stehen bereit. Dienen bis zum Ende. Ausrücken. Jetzt hauen wir die Wir führen euch zu Ruhm. Aketil kommt nie ran. Vorwärts zu Ruhm. Das realisieren wir. Ist das nicht nice umzingelt? Ist das nicht geil? Sie sollen verrecken! Voran, Männer! Reit über unsere Feinde! Attacke! Zack!
Jawohl, das ist ein richtiges Familientreffen. Kithil, Hakon und König Eirik. Das nenne ich mal Party, ey. Okay. Ich sehe schon, wir sind locker über eine halbe Stunde. Ich mache einen Break. Mir hat es wieder mal gefallen. Obwohl ich mich manchmal über Sachen aufrege, ist ja egal. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, bitte lasst ein Like da. Ein Abo wäre noch besser. Denn davon kann ich noch mehr gebrauchen. Und ansonsten seht ihr nächstes Mal die Schlacht gegen das Reich Ulaid. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.